Ja, bitte. Wie kann ich denn behilflich sein? Einen wunderschönen guten Tag. Ja. Herr Voss spricht am Apparat. Hören Sie mich, ja? Höre Sie ja. Ich melde mich Rückerstattungsabteilung vom Blockchain-System. Hallo meine lieben Freunde meines Kanals. Schön, dass ihr bei diesem Video eingeschaltet habt. Heute haben wir jemanden von der Rückerstattungsabteilung am Telefon. Also jemand, der uns unser Geld wieder beschaffen möchte, das wir wohl angeblich irgendwo auf unserem Trading-Markt, der ja so groß und unübersichtlich ist, selbst natürlich verbummelt haben. Oder so. Ich wünsche euch viel Spaß, gute Unterhaltung und vor allem jede Menge Aufklärung, wem ihr am Telefon nicht trauen solltet. Denn eins kann ich schon mal verraten, was für eine Rückerstattungsabteilung, wenn ich doch noch nie Geld eingezahlt habe. Hört selbst. Und was für eine Abteilung? Rückerstattungsabteilung. Es geht um Ihre Aktivität auf dem Finanzmarkt. Ja. Ich weiß, Sie haben schon Geld investiert auf den Finanzmarkt. Aber Wo denn? Auszahlungen konnten Sie nicht tätigen, ja? Wo In habe ich denn Online-Trading investiert? haben Sie ungefähr vor 2 Jahren. Sie haben Geld investiert in die Online-Trading. Ungefähr vor 2 Jahren habe ich in die Online-Trading Geld investiert. Also erstmal ist der YouTube-Kanal hier zum Zeitpunkt dieser Aufnahme und erst recht zum Zeitpunkt des Telefonats nicht 2 Jahre alt gewesen. Das heißt, ich hatte vorher nicht wirklich Berührungspunkte damit. Irgendwann mal privat, aber nicht unter dem Namen, unter dem er mich hier erreichen möchte. Also ist das schon mal absoluter Bullshit. Doch trotzdem habe ich auch grundsätzlich noch nie bei so einer Firma investiert. Also woher soll nun eine Rückerstattung kommen? Also, komischer geht's irgendwie nicht. Wo denn? Und wie ich in meinem System sehe, Ihr erster Betrag war 250 Euro. Wie er in seinem System sehen kann, war die erste Einzahlung 250 Euro. Aha, also der Betrag, den alle Betrüger fordern am Anfang des Einzahlungsprozesses, nachdem man seine Kohle nie wieder sieht. Also, dass das kompletter Bullshit ist. Sollte doch eigentlich klar sein. Die 250 Euro, da das ja alle haben wollen von den Betrügern, ist es ziemlich wahrscheinlich, dass ihr da tatsächlich 250 Euro versemmelt habt und nun auf ja, so einen Anruf natürlich nur gewartet habt. Dass jetzt endlich jemand anruft, der euer Geld gefunden hat. Na, da bin ich ja mal gespannt, wie es weitergeht. Erinnern Sie sich daran? Nee, bei welcher Firma denn? Das war am Anfang Profitquelle, danach Profitkapital. Diese Brokerfirma hat vielmals seinen Namen gewechselt. Genauer Name kann ich nicht sagen in diesem Fall. Also es ist ja hier schon unterirdisch von Anfang an. Er kann den genauen Namen nicht sagen. Also es ist immer angenommen, dass es Sinn machen würde, warum auch immer, der Broker seinen Namen zwischendurch gewechselt hat. Das ist ja schon mal Bullshit. Warum sollte eine Firma einfach so ihren Namen wechseln? Ja, natürlich, sowas gibt's. Dass eine Firma wirklich mal einfach so ihren Namen ändert. Meistens sind das aber irgendwelche markenrechtlichen Geschichten, warum die das so machen. Oder die bauen jetzt damit irgendwas Neues, Frisches auf und wollen es unter einem neuen Namen die gleiche alte Scheiße verkaufen. Dann macht man vielleicht mal einen Namenswechsel. Ja, das ist so eine Art Imagewechsel. Damit man halt, wenn die Firma quasi belastet ist mit irgendwelchen Negativinformationen, dann wechselt man natürlich auch mal den Namen. Dass man halt seine Weste mit einem neuen Namen reinwaschen kann. Das passiert tatsächlich auch auf dem, naja, seriösen Markt. Wobei man ja tatsächlich mittlerweile alle Märkte irgendwie, naja, von der Seriosität bald ausschließen kann. Also egal welchen Markt, Strommarkt, Gasmarkt, Lebensmittelmarkt, das ist doch alles nur noch Verarsche, was wir hier erleben. Und das, was der jetzt hier erzählt, ist einfach nur absoluter Bullshit. Die Firma, die hat angeblich ihren Namen gewechselt. Ja gut, kann ja sein, haben wir nun geklärt. Aber dann kann er mir nicht sagen, wie die Firma eigentlich mal hieß. Also ich glaube, das steht dann wohl dran, wenn sich jetzt irgendein Spezialist meldet, der mein Geld gefunden haben will. Der müsste mir doch dann jetzt auch erklären können, wo genau und so. Ja. Schreibt mal in die Kommentare, was ihr so darüber denkt und ob ihr vielleicht auch schon mal so jemanden an der Leitung hattet, der angeblich Geld von euch auf dem Finanzmarkt gefunden hat und euch nun helfen möchte, dies wieder zu beschaffen. Schreibt es unten gerne mal rein. Aha, und woher wissen Sie dann, dass ich Geld investiert habe? Wir sind da vom Blockchain beauftragt und unsere Aufgabe ist da,
Tja, also tut mir ja leid, dass ich schon wieder unterbrechen muss. Ne? Also wem es stört, der kann gerne samstags die Kakerlakenparty, das Hörspiel hören. Da habt ihr diese Einsprecher nicht dazwischen. Aber der möchte mir jetzt hier schon wieder den nächsten Blödsinn erzählen. Und zwar, dass sie von Blockchain die Information erhalten haben. Also mal, um zu klären, was Blockchain ist. Blockchain ist definitiv keine Firma, die euch irgendwie Informationen mitteilen kann. Blockchain ist eine Art, tja, wie soll man sagen, eine Art Technologie, eine ja, Blockkette, eine Verkettung von Datenpaketen. Also es ist sowas wie ein Serverprogramm. Nagelt mich nicht jetzt direkt auf die Begriffe fest, die sind jetzt einfach nur vereinfacht. Aber eine Blockchain ist quasi die Architektur, worauf Kryptowährungen laufen und ja, wo die eben letztendlich abgespeichert werden, die Kryptowährungen. Ich hoffe, es ist so vom Kontext richtig. Berichtigt mich gerne in den Kommentaren, wenn da jetzt irgendwo was nicht richtig ausgedrückt ist oder irgendwas vollkommen falsch. Eine Blockchain ist halt, wie gesagt, ja, die Grundlage für das Ganze. Also eine Art Datenbank. Genau, Datenbank wäre das richtige Wort. Eine Datenbank, wo alle Informationen von eurer Kryptowährung hinterlegt sind. Blockchain bedeutet außerdem, dass es dezentral ist. Also die Datenbank könnt ihr auf dem USB-Stick in eurer Hosentasche mit rumtragen. Das wäre dann halt quasi die Krypto-Geldbörse, die man mit hat. Tja, und der will jetzt sagen, bei ihm hat die Datenbank angerufen und gesagt, von dem Herrn XY haben wir hier Geld gefunden. Wie soll denn das funktionieren? Aber im Ernst jetzt. Ihre blockierte Transaktionen, was unter Ihrem Namen und Vorname steht am Blockchain-System, wer ist denn Blockchain? Wieder aktivieren und zurück zur Stadt. Wissen Sie bestens, was Blockchain ist, oder soll ich Ihnen erklären? Ja, dann erklären Sie mal. Ja, gerne. Blockchain ist ein Kostensystem, welches prüft jede Transaktion, was am Finanzmarkt gibt. Ist das egal, ist 1 Euro, 1.000 oder 100.000, alles muss vom Blockchain bestätigt sein, was am Finanzmarkt durchgeht. Und da werden die Transaktionen informieren? Wie geht das? Wie bitte? Und wie kann Blockchain Sie informieren? Wie geht das? Ja, geht das. Blockchain arbeitet mit kleinen Firmen, welche sind beauftragt von Blockchain über Rückerstattungsprozesse. Aber Blockchain ist doch ein System und keine Firma. Richtig. Es ist ein System, wo die Daten gespeichert und abgeglichen werden, also wenn man mit Kryptowährungen bezahlen möchte. Wie kann dieses System sich jetzt an eine bestimmte Firma wenden und sagen, so, nun rufe diesen Kunden an, ich habe da Geld gefunden. Das ist doch kompletter Quatsch. Genau, genau. Blockchain ist ein System, deswegen... Und wie kann ein System Sie informieren? So, das System, das ist logisch, kann ich selber bei Ihnen anmelden, ja? Genau, deswegen kriegen wir solche Kundendaten, Webhaus-Schwierigkeiten auf dem Finanzmarkt. Außerdem muss man jetzt hier noch dazu erwähnen, dass die Blockchain deine Daten verschlüsselt, verkryptorisiert, also unlesbar speichert und da kein Name dran steht. Das Ganze an Kryptowährungen ist ja der Sinn und Zweck der Geschichte, dass das Ganze dezentral und vollkommen anonym passiert. Also was Besseres kann uns theoretisch nicht passieren. Also die Kryptowährung ist quasi das einzigste Zahlungsmittel der Welt, was man mit Bargeld vergleichen kann, obwohl es überhaupt nicht Bargeld ist. Es funktioniert aber wie Bargeld. Und ihr könnt auch Kryptowährung wie gar Bargeld benutzen, da man sich Kryptowährung auf dem USB-Stick ziehen kann und hat dann sein Geld in seinem, naja, USB-Portemonnaie sozusagen. Oder auf dem Handy. Dann kann man auch mit Kryptowährung tatsächlich per NFC an der Kasse bezahlen, mit Handy drauflegen und dann ist die Kryptowährung abgebucht. Also vorausgesetzt, es gibt in Deutschland Firmen, die sowas nutzen, möglich machen. Mann, Kaffee hat man mal im Fernsehen gesehen, die sowas machen und Bitcoin akzeptieren. Es wird sicherlich noch mehr Firmen geben, die das auch akzeptieren. Tesla sollte, glaube ich, auch irgendwann mal Bitcoin akzeptiert haben. Ob das immer noch so ist oder so wirklich eingetreten ist, weiß ich nicht. Habe ich mal gelesen. Aber das, was der da erzählt, ist nichts anderes als kompletter Bullshit. Aber wirklich, also vom feinsten Durchfall. Mit Auszahlungen. Genau deswegen bin ich bei Ihnen gemeldet, um zu klären. Sie haben gesperrte Geld am Blockchain-System, welche können Sie aktivieren, entsperren und auszahlen lassen. Wie viel Geld natürlich, ist das denn? Wir haben gemeinsame Interesse mit unseren Kunden, sozusagen, was sehr wichtig ist. Erstmal, Sie sollen Ihre ganz blockierte Bar zurückzukriegen und wann werden Sie auszahlen lassen? Nachdem bekommen wir ab 2-5% als unsere Provisionssumme. Aha. Genaue Summe kann ich nicht Ihnen sagen, weil meine Aufgabe ist,
ihnen identifizieren, in unserem System sich verifizieren und nachdem sie bekommen ein eigenes Finanzexpert von uns, sie bekommen ein E-Mail von unserem Finanzexpert, einen Anruf und der ist zuständig für sich, das Prozedur anzufangen, bis Schluss und die weiteren Daten und Informationen kriegen sie von unserer Finanzabteilung. Gut, also hat das ja gerade nochmal toll zusammengefasst. Die wissen eigentlich überhaupt nichts, außer dass ihr angeblich Geld habt. Wie viel wissen sie nicht, aber sie wissen, dass das 250 Euro Einzahlungen sind. Sie wissen nicht, bei welcher Firma. Sie wissen nicht, was da jetzt genau für eine Summe zusammengekommen ist. Also dümmer geht's doch eigentlich nicht. Leute, lasst euch nicht verarschen von solchen Idioten, die so einen gequirlten Scheiß erzählen. Das geht ja komplett an der Realität vorbei. Meine Aufgabe ist nur, Ihnen identifizieren und sich verifizieren in unserem System. Nachdem Sie bekommen ein eigenes Finanzexpert, mit wir arbeiten Sie weiter. Mhm. So, wegen Datenschutzgründen bei mir als Geschützter, wie hoch ist Ihre Summe, kann ich nicht sehen. Deswegen will ich nicht etwas falsch sagen, verstehen Sie mich, ja? Also Sie können nicht sehen, bei wem ich investiert habe und wie viel und Sie wissen eigentlich gar nichts, aber Sie rufen an, weil Sie wissen, ich hab da Geld. So, die Zellen ist bei mir geschützt. Was ich hier sehe, unter Ihrem Namen und Vorname steht, blockierte Geld. Aber genaue Summe und genaue Betrag, bei mir ist das klar, ich sehe nur die Stellen. Und diese Daten kriegen Sie von unserem Finanzexpert. Wir sind zuständig für Sie, Rückerstattungsprozedur anzufangen, Beschluss, ja? Weil ich bin nicht zuständig für Sie, Rückerstattungsprozedur anzufangen. Wie ich gesagt habe, meine Aufgabe ist, ihn verifizieren in unserem System und nachdem bekommen Sie ein eigenes Finanzexpert von uns. Wir sind zuständig für Sie, Rückerstattungsprozedur anzufangen. Die zeigt Ihnen genau, Summe, was unter Ihrem Namen und Vorname steht und die alle blockierte Transaktionen, was Ihnen gehört. Aha. Ich hoffe, Sie haben alles gut verstanden, ja? Naja, geht so. Ja, sehr schön. So, Einzige, was von Ihrer Seite machen, Sie sollen irgendeine Kryptokonto haben, welche ist aktiv und welche ist sicher für Sie. Aber wissen Sie aber nicht, was Kryptowallet bedeutet? Mhm. Sehr schön. Haben Sie schon mal irgendeine Kryptowallet benutzt? Ja. Welche Kryptokonto haben Sie benutzt? Was meinen Sie? Welche Plattform, mit welchem Kryptokonto benutzt, meine ich das? Zum Beispiel, es gibt viele verschiedene Kryptowalleten, Coinbase, Bitpanda, Binance, Metamask und so weiter, ja? Mhm. Welche nutzen Sie? Wie heißt Ihre Kryptotasche? Das habe ich bei Binance. Sie haben Binance, ja? Das ist ja schön. Das heißt, mit Ihrem Binance Wallet können Sie Ihre blockierte Transaktionen auf Ihre Binance-Konto kriegen, in die normale Währungen umwandeln und auszahlen lassen. Mhm. Und wenn Sie wollen, Sie können noch weiter handeln. Das entscheiden Sie absolut selber. Wie ich gesagt habe, wir haben gemeinsame Interessen mit unseren Kunden. Wenn Sie bekommen Ihr gesperrtes Geld, was bei der Blockchain-System steht, nach dem Auszahlungen bekommen wir ab 2-5%. Es hängt ab Ihre Auszahlungen, verstehen Sie mich, ja? Vorher, Sie zahlen keine Cent bei uns. Wie bitte? Und warum bekommen Sie da was ab? Wofür denn? Habe ich nicht verstanden. Was meinen Sie bitte? Na, wofür bekommen Sie denn da Geld von meinem Geld ab? Ach so, Sie bekommen von uns eine Rechnung, wo steht die Daten, wo sollen Sie dieses ab 2-5% Beweis? Sie bekommen das per Post. Ja, und warum bekomme ich da eine Rechnung? Wie ich gesagt habe, unser Interesse ist ab 2-5% nach den Auszahlungen. Natürlich, wir sind keine rotes Kreuz, ja? Ja, aber ist ja mein Geld. Ja, das ist doch Ihr Geld, aber wenn Sie Schwierigkeiten haben mit Auszahlungen, wir sollen mindestens 2-3 Stunden arbeiten für Ihre blockierte Transaktionen, das sollen wir finden, aktivieren und so weiter, ja?
In diesem Fall, wenn Sie es selber können schaffen, machen Sie es. Ich weiß ja nicht mal, wo Sie das Geld gefunden haben, aber das sagen Sie ja auch nicht. So, das habe ich schon mal gesagt, bei Blockchain System. Okay. Sie haben nur gesagt, Sie wissen nicht, wo das Geld herkommt. Wie bitte? Sie haben nur gesagt, Sie wissen nicht, wo das Geld herkommt. So, ich bin zuständig für Sie in unserem System verifizieren. Nachdem Sie bekommen ein eigenes Finanzexpert von uns und die zeigt Ihnen genaue Summe, was Sie auszahlen können und die zeigt Ihnen alle blockierte Transaktionen, was am Blockchain-System steht. Wie ich gesagt habe, dafür bin ich nicht zuständig, dass für Sie Rückerstattungsprozedur anzufangen. Ja? Mhm. Erst einmal, Sie sollen in unserem System sich verifizieren, weil zum Beispiel, wenn ich auf Ihre Binance-Konto Geld überweise und werde Sie nicht auszahlen lassen, in diesem Fall kriege ich Straf von meiner Arbeit und verliere ich meinen Job. Das will ich natürlich nicht. Genau deswegen, ich muss sicher da sein, dass Sie genaue Person sind, wem gehört diese blockierte Transaktionen. Und wenn Sie sich verifiziert bei uns in unserem System, ich werde weiter leiten Ihr Portfolio bei unserer Finanzabteilung. Sie bekommen ein eigenes Finanzexpert, ein E-Mail und Anruf von unserem Finanzexpert und die zeigt Ihnen die weitere Informationen und alles. Haben Sie es verstanden oder noch nicht? Ja, so eigentlich nicht, nee. So, wenn ich fragen darf, wie war Ihre Erfahrung auf dem Finanzmarkt? Wie meinen Sie das? Ich verstehe die Frage nicht. Ich frage ihn, wie viel Geld haben Sie eingezahlt auf dem Finanzmarkt? Haben Sie doch vorhin selber gesagt. Was habe ich selber gesagt? Na, wie viel ich eingezahlt habe, haben Sie doch vorhin selbst erwähnt. Das habe ich nicht gesagt. Ich habe gesagt, dass unter Ihrem Namen verschiedene. Das ist die erste Investition, was bei mir steht. Aber außer diese 250 Euro unter Ihrem Namen und Vornamen steht verschiedene Transaktionen, welche ist blockiert. Und das steht am Blockchain-System. Mhm. Ja. Und für Ihre Sicherheit, das bei mir geschützt und die genaue Summe und die alle Transaktionen getrennt, kann ich nicht sehen. Ja? Das ist geschützt mit Stellen. Aber das zeigt Ihnen unsere Finanzexpert, wie ich gesagt habe. Wenn Sie Interesse haben mit Ihrem Geld, natürlich das ist Ihr Geld, nicht mein Geld. Ich habe gesagt, was ist meine Aufgabe für Sie. Wenn Sie es wollen, bitte schön, dafür bin ich da. Mhm. Ich kann Sie bei uns verifizieren und für Sie Rückerstattungsprozedur anzufangen. Ich werde Ihr Portfolio vollständig bearbeiten und da werde ich sofort weiterleiten bei unserer Finanzabteilung. Mhm. Das ist nicht eine große Prozedur für mich. Mhm. Ja, nun? Ja, ich bin da. Sagen Sie mir Bescheid, wenn Sie wollen, Rückerstattungsprozedur anzufangen, bitte schon, mache ich das für Sie gerne. Wenn Sie es wollen, dann los. Okay. So, wie Sie gesagt haben, Sie nutzen Binance Wallet, ja? Mhm. Zugriff haben Sie nur selber auf Ihre Binance-Konto, ja? Mhm. Sehr gut. Einloggen, Ausloggen schaffen Sie selber und Einzahlungen und Auszahlungen können Sie selber schaffen, ja? Mhm. Sehr gut. So, sind Sie sich verifiziert auf Ihrem Binance-Konto, ja? Wenn Sie Einzahlungen und Auszahlungen schaffen, ich glaube, Sie sind da schon sich verifiziert auf Ihrem Binance. So, die erste Schritte, was Sie sollen von Ihrer Seite machen, für die sich verifizieren bei unserem System, Sie aktivieren Ihr Konto mit minimalem Deposit, 200 Euro, das ist keine Bezahlung, das ist Einzahlung, Sie überweisen das Geld an sich, das bleibt bei Ihnen, Sie überweisen das Geld nirgendwo und wenn Sie Überweisungsbeleg senden als Anhang, sobald ich einen Beleg habe, ich werde Ihr Portfolio vollständig bearbeiten und zur Finanzabteilung weiterleiten. Danach, Sie werden eine E-Mail und Anruf von unserer Finanzberatung bekommen,
wie er ihn hielt bei der Auszahlung. Das sollen Sie von Ihrer Seite machen, einzige. Was soll ich da jetzt machen? Ich habe das nicht verstanden. Sie nuscheln so. Sie sollen Ihrem Konto aktivieren mit minimalem Deposit, 200 Euro. Wie ich gesagt habe, Sie überweisen das Geld nirgendwo, sondern an selbst sich. Ja, mein Konto ist ja aktiv auf Binance. Ja, das ist aktiv, aber ich muss sicher sein, dass Sie gleiche Person sind, wem gehört dieses blockierte Transaktion. Wie ich gesagt habe, diese 200 Euro. Dann schicke ich Ihnen meinen Personalausweis zu und dann kann man das ja darüber machen. Dann schicke ich Ihnen meinen Personalausweis zu und dann wissen Sie es ja. Nein, bitte. Ich brauche nicht Ihre Personalausweis oder so weiter. Nur, ich muss sicher sein, dass Ihre Binance-Konto ist sicher für Sie und ist aktiv, kann Transaktionen tätigen und so weiter, ja? Dann gebe ich Ihnen jetzt meine Wallet-Adresse und dann überweisen Sie das, was da ist. Also ich versuche mal, den Scheiß hier nochmal zu übersetzen. Ich soll mir jetzt an mein eigenes Konto bei Binance Geld überweisen, damit er dann die Quittung davon bekommt, um dann zu sehen, ob das stimmt. Warum? Macht ja gar keinen Sinn. Also wenn ich mich bei Binance einloggen kann, wird es wohl mein Konto sein. Wenn da der gleiche Name dran steht wie mein Konto, wird es da wohl mein Konto sein. Wenn ich ihm meinen Personalausweis schicke, als Kopie natürlich mit Fett Kopie drüber geschrieben, den Nutzungszweck als Wasserzeichen, alles dickfett drüber malen über den Personalausweis, dann werde das wohl ich sein. Also was will der jetzt? Was will der jetzt? Tja, da ruft dann bald nochmal jemand an, der, die wollen nur sehen, ob das stimmt, was ihr da für einen Blödsinn erzählt. Und sobald die das sehen, ob das stimmt, wollen die sich mit Anydesk mit eurem Computer verbinden, damit die dann Zugriff auf eure Wallet bekommen und die dann leer räumen. Das ist das, ja, das ist der Sinn dahinter. Die wollen auf eure Wallet über Anydesk zugreifen. Das erzählt er jetzt hier natürlich nicht. Das ist nicht so einfach. Wir müssen sicher sein, dass ihre Binance Wallet, sie sind der genaue Kontoinhaber auf ihre Binance Wallet und sie sind der genaue Person, wem gehört dieses blockierte Transaktion. Ich benötige nur die Überweisungsbeleg als Anhang und werde sie weiter leiten, ihre Portfolio bei unserer Finanzabteilung. Das ist die einzige Sache, was sie sollen von ihrer Seite machen. Und danach, sie bekommen einen wichtigsten Anruf von unserem Finanzexperten. So, wenn sie es wollen und wenn sie es schaffen, bitteschön, dafür bin ich da. Wenn sie es nicht wünschen, dann ich auflege. Ich weiß nicht, was Sie jetzt von mir möchten. Das hat bis jetzt alles noch keinen Sinn ergeben. Ich möchte gar nicht von Ihnen, wie ich gesagt habe. Es geht um Rückerstattung Ihr Geld. Sie möchten mir ja mein Geld wiedergeben. So, wie ich gesagt habe, unser Interesse ist ab 2-5% nach dem Auszahlungen. Vorher, Sie sollen gar nicht bezahlen bei uns. Ja. Und diese 200 Euro, das ist keine Bezahlung. Ich glaube, dass Sie kluge Menschen sind und Sie wissen, wie ich verstehe, was Sie jetzt 200 Euro meinen. Moment bitte. Ich glaube, Sie wissen, wie groß das zwei verschiedene Baustellen, ja, zwischen Bezahlung und Einzahlung. Hat jemand das gesagt, dass Sie sollen diese 200 Euro auf unsere Portfolio beweisen? Nein, bitte. Sie sollen an selbst sich diese 200 Euro überweisen auf Ihre Binance-Konto. Und ich benötige nur die Überweisungsbelege. Damit? Also gehen wir mal davon aus, dass der Blödsinn hier stimmt, dass man hier Geld auf sein eigenes Konto überweisen soll, um zu überprüfen, ob das auch mein Konto ist. Also was hat denn der jetzt von der Überweisung? Da kann er doch gar nicht sehen, ob ich das überwiesen habe. Ist doch komplett Bullshit. Mal davon abgesehen, wenn ich ein Konto testen will, ob das funktioniert oder richtig ist oder abgleichen will, dann würde es auch vollkommen ausreichen, wenn ich mir da einen Cent drauf überweise. Einfach nur eine Überweisung mit einem Cent machen. Und wenn er denn davon eine Quittung haben will, dann reicht das doch. Dann sieht er doch, dass es von meinem Konto auf mein Konto ging. Was ja gar keinen Sinn macht. Also ich weiß es nicht, was das für ein Bullshit ist. Es ist absolut bescheuert. Vor allem, wenn euch eine Firma testen will, wie zum Beispiel PayPal, dann schicken die auch einen Cent auf euer Konto. Oder war ich ja auch bei Google damals, als ich meinen YouTube-Account monetarisiert habe und die Bezahlung für mich quasi freigeschaltet habe. Dann hat mir Google Geld überwiesen. Ich glaube, es war einmal 1 Cent, einmal 2 Cent und nochmal 5 Cent, die sie mir natürlich wieder abgezogen und abgebucht haben. Aber die haben die mir erstmal überwiesen. Und damit
kann ich ja dann den PIN-Code, den die mir da in die Überweisung reingeschrieben haben, in das Betreffsfeld, als Bestätigung eingeben, dass das auch wirklich mein Konto ist. Im schlimmsten Fall hätte Google halt jetzt einen Cent verloren. Und 2 Cent und 5 Cent. Beziehungsweise gibt es auch die Möglichkeit, einfach den direkten Centbetrag, dass das schon der PIN-Code ist. Dann fragen die dich in der Abfrage, wie viel Cent wurde denn überwiesen? Waren es 12 Cent, schreibt ihr da 12 Cent rein. Und dann, aha, stimmt. Und also weil, wisst ihr, dass das auch euer Konto ist. Also Google weiß dann, dass das mein Konto ist. Und was soll jetzt der Bullshit hier? Also es ist einfach nur fragwürdig. Will dich sofort weiterleiten in Ihre Portfolio beim unsere Finanzabteilung. Nachdem Sie bekommen einen wichtigsten Anruf von unserer Finanzabteilung, ich vereinbare einen Termin mit unserer Finanzabteilung und die gibt Ihnen die weitere Informationen. Mit diesen 200 Euro, glauben Sie mir, Sie verlieren gar nicht. Das bleibt unter Ihrem Namen und Vornamen. Und glauben Sie mir, ich brauche nicht Ihre 200 Euro, würde ich Ihnen direkt sagen, dass wir haben mehr großes Interesse als diese 200 Euro. Nach dem Auszahlung sowieso kriegen wir ab 2-5% als unsere Provisions. So. Ja, was brauchen Sie denn jetzt? Ja, wollen Sie es machen? Ich brauche nur die Überweisungsbeleg, dass Sie Geld eingezahlt haben auf Ihre Binance-Konto unter Ihrem Namen und Vornamen. Haben Sie nicht verstanden? Nicht so wirklich, nee. Ich soll jetzt auf mein eigenes Kryptokonto Geld überweisen. Ja, auf Ihr eigenes Konto. Sie sollen einmalige Transaktion tätigen mit 200 Euro. Damit werde ich sicher, dass mit gleichen Kontoinhaber sind, wem gehört dieses blockierte Transaktionen, welche am Blockchain-System steht, unter Ihrem Namen und Vorname. Und ich benötige nur die Überweisungsbeleg als Anhang. Und wie ich gesagt habe, sobald ich den Beleg habe, ich werde Ihr Portfolio vollständig bearbeiten und zur Finanzabteilung weiterleiten. Haben Sie es verstanden, ja? Also ich verstehe jetzt nicht, wie mich das verifiziert, wenn ich mein Binance-Konto Ihnen dann Überweisungsbeleg gebe. Das hat doch mit einer Verifikation nichts zu tun. So, damit werde ich sicher, dass die gleiche Person sind, dass Ihre Binance-Konto ist sicher für Sie und aktiv. Mein Binance-Konto ist sicher für mich, ja. Ja, das wissen Sie selber, ja, aber das wissen wir nicht. Also um das rauszufinden, mal abgesehen davon, dass man sowieso keinem Fremden erzählen muss, dass mein Binance-Konto aktiv ist, egal in welchem Zusammenhang, absoluter Bullshit. Mal davon abgesehen, dann soll er doch einen Screenshot von einfach von meinem Konto bekommen, wo man sieht, dass da Geld drauf ist. Also was erzählt der hier für eine Kacke? Wozu braucht er jetzt eine Überweisung? Der braucht nur die Überweisung, damit die den Mindestbetrag von 200 Euro oder 250 oder so, scheißegal, dass das schon mal drauf ist auf dem Konto, damit die hinterher mit eurem Konto Scheiße anstellen können. Wie gesagt, die wollen sich mit einem Remote-Desktop-Programm später noch auf euren Rechner verbinden, um euch dann heimlich was zu installieren, um dieses Konto dann freizuräumen, also leer zu machen, von euch zu denen zu transferieren. Oder die erzählen nicht nur irgendeinen Scheiß, dass ihr das sogar selber macht. Das ist das, was dahinter steckt, mehr nicht. Und wir sind nicht sicher, ja? Genau, deswegen, Wie bitte? Warum sind Sie sich nicht sicher, dass Binance sicher ist? Weil Binance ist ja ein lizenziertes Unternehmen in Deutschland. Ah, ja, das weiß ich. Binance-Konto ist verifiziert. Und was soll da jetzt genau nicht sicher sein? Binance-Konto. Dass Sie gleiche Person sind, wem gehört dieses blockierte Transaktion? Was am Blockchain-System steht. Ja, aber wenn er doch rausfinden will, ob ich die gleiche Person bin, dann bringt doch ein Überweisungsbeleg von meinem Konto zu meinem Konto nichts. Weil wenn er mir schon nicht glaubt, wenn ich ihm einfach einen Screenshot von meinem Konto schicke, dass es mein Konto ist, wo ist dann jetzt der Unterschied, dass ich von meinem Konto zu meinem Konto Geld überwiesen habe? Es bleibt doch mein Konto. Also wo ist der Beleg? Das ist kein Beleg. Das ist ein Beleg für mich. Dass ich sehe, wo mein Kohl hin ist. Aber das war's. Wo ist das für ihn ein Beleg? Weil ob ich jetzt nun ein Konto von mir zeige oder zwei, ist doch das Gleiche. Also was soll denn das? Wie ich gesagt habe, so wir sprechen schon 20 Minuten, ja? Wie denken Sie? Ihre 200 Euro brauche ich nicht, bitte. Wie ich gesagt habe, wir haben mehr Interesse als 200 Euro nach dem Auszahlungen, wenn Sie bekommen Ihr ganz blockierte Balance auf Ihre Binance-Konto. Nachdem wir bekommen ab 2-5% als unsere Provisionssumme. Erst einmal, Sie sollen Ihre ganz blockierte Balance zurückkriegen und auszahlen lassen. Und danach bekommen wir unsere Provisions. So,
Wenn Sie etwas Fragen haben, bitte schön, fragen Sie mir, wenn ich Ihnen nochmal antworte. Also ich weiß immer noch nicht, was ich machen soll. So. Ich erkläre noch einmal, ja. Unser System läuft so. Erstes Mal, Sie sollen bei uns verifizieren. Zum Beispiel, wenn Sie auf Amazon sich verifizieren. Erstes Mal, Sie sollen sich verifizieren und nachdem bekommen Sie eine E-Mail und alles, ja, was Sie wollen von Amazon. Das ist logisch, ja. Also ich weiß nicht, wie er jetzt mit dem Amazon vergleichen will. Also erstes Mal hat Amazon überhaupt nichts mit der Börse zu tun, außer dass sie an der Börse vertreten sind. Aber jetzt als Beispiel Amazon, also eine Bank gegen einen Verkaufsladen zu vergleichen, macht ja überhaupt gar keinen Sinn. Und da muss ich mich bei Amazon noch nicht legitimieren. Also wenn ich was bestelle und das Paket kommt nicht an, es geht zurück, dann wissen die das schon, dass die Adresse hin ist. Also was soll denn das jetzt? Das ist doch kein Vergleich, das ist doch nur Blödsinn. Also wenn ich bei Amazon was bestelle, muss ich mich nicht weiter legitimieren. Klar, die E-Mail-Adresse, ja mein Gott, das ist aber auch nur, damit die E-Mail-Adresse stimmt. Aber damit weiß ja Amazon trotzdem noch nicht, ob ich wirklich die Person bin, die da jetzt bestellt. Woher sollen die das wissen? Ich meine, die buchen doch von meinem Konto ab. Und solange das alles einfach funktioniert, ist Amazon scheißegal, ob der Name da stimmt. Ist ja nicht mal wichtig, außer es ist jetzt für steuerliche Zwecke. Aber es ist ja nicht mal wichtig, ob da wirklich mein Name bei Amazon steht, wenn ich was kaufe. Also, weiß ich nicht. Seine ganzen, also alles, was der erzählt, ergibt keinen Sinn. Der erzählt zwar unfassbar viel, aber nichts davon ergibt Sinn. Wir sollen sicher sein, dass Sie gleiche Person sind, wem gehört diese Blockiert-Transaktionen. Und diese 200 Euro, das ist keine Bezahlung, bitte. Das ist Einzahlung. Und das überweisen Sie an selbst sich auf Ihrem eigenes Konto, auf Ihrem Binance-Konto. Und ich benötige nur jetzt auf mein eigenes Konto 200 Euro überweisen. Genau, ja. Dann machen wir jetzt mal einen anderen Betrag aus. Würde ich jetzt vielleicht mal einen Cent drauf überweisen, das reicht ja. Das ist unsere Regel. Sie sollen minimale Deposit 200 Euro haben. Also das ist deren Regel. Ich brauche mindestens 200 Euro, also 200 Euro auf meinem Konto. Und warum? Also, warum? Vor allem, wenn ich jetzt schon mehr auf meinem Konto habe, wozu soll ich jetzt nochmal Geld auf mein Konto überweisen? Angenommen, ich habe da jetzt 10.000 Euro drauf. Wozu soll ich jetzt, nur um ihm irgendwas zu beweisen, 200 Euro überweisen? Da würde jetzt definitiv auch ein Cent reichen. Auf Ihre Binance-Konto, weil es das geht da drauf. Große Summe. Wie bitte? Das habe ich da locker drauf, ja. Ja, kann sein, Sie haben schon Guthaben auf Ihre Binance-Konto, ja. Aber wie ich gesagt habe, das soll von der letzten 24 Stunden sein, die letzte Transaktion. Dieses Geld können Sie wieder zurückziehen. Aber ich benötige nur die mindestens von letzten 24 Stunden sein, einmalige Transaktion. Billig, dass Sie Guthaben haben auf Ihrem Konto. Und Sie können es wieder jederzeit zurückzuschieben, abschieben. Und warum müssen das 200 Euro sein auf mein Binance-Konto, die ich da überweisen muss? Ich meine, da reicht doch zur Legitimation von Cent. Okay, werde ich Ihnen erklären. Zum Beispiel, wenn es ist eine vierstellige Summe, Sie sollen 100 Euro haben auf Ihrem Binance-Konto als Kautionssumme. Wenn es ist eine fünfstellige Summe, Sie sollen... Aha, also zwischendurch hat er erzählt, ich kann dir die 200 Euro wieder auf mein Konto zurücküberweisen. Aber jetzt erzählt er mir gerade, ich brauche ein Mindestdeposit von 200 Euro oder Dollar oder was ist ja auch scheißegal, als Kaution. Also eine Kaution behalte ich doch nicht auf meinem Konto. Wenn er jetzt eine Kaution möchte, dann möchte er doch die Kaution auf sein Konto überwiesen bekommen. Und wenn es jetzt hier um eine Kaution geht, dann würde es auch reichen, wenn das Geld bereits auf meinem Konto drauf ist. Da muss ich doch nicht extra drauf packen. Also das ist doch Quatsch. Daran sieht man, es geht darum, dass die sicherstellen wollen, dass ihr da die 200 Euro oder Dollar oder ist egal drauf haben wollt oder sollt, damit sie die als Kaution dann im Nachgang von euch bekommen, damit ihr dann angeblich euer Geld bekommt. Nur eigentlich geht's hier ausschließlich nur um die angebliche Kaution, die ihr überweisen sollt. Nachdem ihr die denn nämlich transferiert habt von eurem Konto auf euer Konto und von eurem Konto auf das Konto,
des Betrügers, dann ist es weg. Genau so zielt's ab. Also das ist hier nichts anderes als der Betrug nach dem Betrug, nur, naja, versucht professionell zu verpacken. Aber die Lücken fallen ja hier schon auf. Also es fängt ja schon damit an, wenn man einfach nur versucht, logisch das Ganze mal auseinander zu klamüsern, dass das gar keinen Sinn macht, dass ich Deposit auf mein Konto packen muss, obwohl ich da was drauf habe. Ist ja Quatsch. Das ist komplett Bullshit. Ist egal, ob da jetzt Geld drauf ist. Also das spielt ja alles keine Rolle. Wenn, also erst erzählt er mir was von Legitimation, jetzt ist die Legitimation mittlerweile schon eine Kaution. Also ihr versteht, was ich meine, denke ich mal. Einfach nur verrückt. Tja, das Schlimme ist, manche Leute zahlen halt hier ihr Geld ein. Wenn man da schon mal Geld verloren hat, ist das jetzt hier offensichtlich erstmal der erste der, oder der einzige Weg, der vielleicht dazu führt, dass man wieder Geld bekommt. Nur das Einzige, was da passiert, ist, dass man nochmal Geld verliert. 200 Euro haben auf Ihre Binance-Konto. Wenn es ist sechsstellige Summe, Sie sollen 500 Euro haben als Guthaben auf Ihre Binance-Konto. Und wenn es ist mehr als 1 Million, Sie sollen 1.000 Euro haben. Ja, aber Sie wissen doch gar nicht, wie viel Geld ich da jetzt bekomme. Also können Sie doch gar nicht wissen, wie viel Geld ich jetzt überweisen muss. Das darf ich nicht Ihnen sagen. Wegen Datenschutz gar nicht. Also es wird immer komplizierter und dümmer. Also wenn ich, was? Wie war das mit den 250, 500 oder 1000? Also die Summen kennen wir ja irgendwoher. Nun brauche ich die auf meinem Konto. Aber welche Summe ich davon auf meinem Konto brauche, weiß er nicht, weil er sieht ja nicht, wie viel Geld ich kriege. Also kann da noch irgendjemand die Gedankengänge nachvollziehen, wie das Ganze funktioniert, also wie das gemeint ist? Also, dass das jetzt nur Verarsche ist, das ist klar. Aber wer denkt sich so eine Kacke aus? Also wirklich? Wenn man, sobald man da versucht, das mal einfach nur ein bisschen logisch auseinander zu klamüsern, ist doch das ganze Ding schon komplett im Eimer. Also wirklich, verstehe ich nicht. Ich verstehe es nicht. Und Sinn macht's auch nicht. Das nicht genau. Ihnen sagen. Wie ich gesagt habe, erst einmal, Sie sollen bei uns verifizieren. Ja, und nachdem bekommen Sie ein eigenes Finanzexpert von uns. Mhm. So, das entscheiden Sie absolut selber, ja. Das habe ich nicht gesagt, dass Sie sollen auf jeden Fall es machen, wenn Sie es wünschen, Ihr gesperrtes Geld wieder entsperren und auszahlen lassen. Bitte schon, dafür bin ich da und werde ich Ihnen weiterhelfen. Mhm. Okay, sagen Sie mir bitte einfach Bescheid. Was soll ich Ihnen Bescheid sagen? Heute kann ich noch mal eine halbe Stunde wieder anmelden, oder? Ich bin an der Leitung, denken Sie noch 2-3 Minuten und sagen Sie mir Bescheid. Und wie ich gesagt habe, Sie verlieren die 200 Euro nicht. Das ist logisch, ja. Sie machen selber auf Ihr eigenes Konto Einzahlung. Dieses Geld bleibt bei Ihnen, ja. Niemand da hat Zugriff mit Ihrem Binance-Konto und das ist logisch, ja. Niemand kann Ihr Geld klauen, sozusagen. Und das will ich natürlich nicht, ja. Weil unser Interesse ist, nach dem Auszahlen mehr als 200 Euro. Wir kriegen Provisionssumme auf 2-5%, wie ich gesagt habe. Aha. Ja, aber ich verstehe den Sinn da tatsächlich immer noch nicht. Was muss denn da alles auf dem Überweisungsbeleg zu sehen sein? Nutzen Sie WhatsApp unter dieser Nummer? Nö. Ja oder nein? Nee, immer noch nicht. Okay. Dann Sie nutzen E-Mail, ja? Ich habe eine E-Mail, ja. Ja, wie lautet Ihre E-Mail-Adresse? Ist das klaus.eichelkase@eichelkase, ja? eichelkase@ndcc-fun.de. Ist das Ihre korrekte E-Mail-Adresse? Genau. Okay, sehr schön. Dann, Sie bekommen eine Nachricht von mir per E-Mail und dort können Sie Überweisungsbelege senden. Und Sie bekommen noch eine Ahnung von mir, vereinbare ich einen Termin für Sie bei unserer Finanzabteilung und warte ich einfach Ihre Nachricht per E-Mail. Aha. Okay. Wollen Sie es machen, ja? Warum fragen Sie alle 5 Sekunden, ob ich das machen will? Weil ich muss Bescheid wissen, ja? Also wozu fragt er alle 5 Sekunden, ob ich das machen will? Währenddessen es ja eigentlich darum geht, dass man mir Geld auszahlen möchte. Was will ich denn da machen wollen? Also es, ihr versteht, was ich meine, ne? Es ist doch nur zum Aufregen. Wenn Sie es nicht wollen, wer will denn nicht sein Geld zurück? Wie bitte? Wer will denn nicht sein Geld zurück? Macht ja gar keinen Sinn. Ja. Ja, weil ich muss Ihre Portfolio vollständig bearbeiten. Genau deswegen
habe ich das gefragt. Aha. Okay. Na, dann, ich sende jetzt eine Nachricht per WhatsApp. Entschuldige ich mich, nicht per WhatsApp, per E-Mail. Hm. Und schreiben Sie mir dort Bescheid oder senden Sie mir einfach Überweisungsbeleg und melde ich mich noch einmal später, sobald ich den Beleg habe. Wenn Sie da jetzt eine E-Mail schreiben, kann ich ja direkt antworten. Okay, ja. So, ich sende jetzt eine Nachricht per WhatsApp. Ich lege jetzt auf. Bedanke ich mich für das Gespräch, für Ihre Zeit. Und bis später, ja? Auch wieder ja, hier. Aber Sie können doch direkt dranbleiben, wenn Sie jetzt eine Nachricht schicken. Dann kann ich Ihnen das direkt drauf antworten. Okay, zur Albern. Okay, okay. Dann ganz kurz. Bleiben Sie in der Leitung, bitte. Ich bin auch da. Hallo? Mhm. Sind Sie da? Ja. So, hab ich eine Nachricht gesendet per E-Mail? Haben Sie schon ein E-Mail bekommen von mir? Nö, noch nicht. Ich guck gleich mal. Okay, machen Sie es ruhig, bitte. Moment. Das ist wieder mal bei mir zurückgekommen. Ist das Ihre korrekte E-Mail-Adresse, bitte? Ich wiederhole noch einmal. klaus.eichelkaise@mdcc-fan.de. Genau. Oder nutzen Sie irgendeine andere E-Mail? Nö, das ist die E-Mail-Adresse. Ja, okay. Probiere ich noch einmal dann. Können Sie mir bitte Ihre E-Mail-Adresse diktieren? Na, Sie haben die doch richtig vorgelesen. Ja, aber ich glaube, hier gibt es etwas falsch. Genau deswegen habe ich wieder Ihre E-Mail, was ich gesendet habe, zurückbekommen. @mdccfun.de. Moment. Das Zeichen meinen Sie, oder? Ja. @mdccfun.de. Ich habe jetzt nicht mehr. @mdccfun.de. fun.de, nicht S. F. F. Ja. Ach so. Moment. Am Anfang soll M sein oder ohne M? DCC Minuszeichen? Na, mdccfun.de. So, bei mir steht so. M wie Martha, D wie Dora, C wie Cäsar zweimal, minus fun.de. Ja. Und am Anfang ist Klaus. Nee, ohne Minus. Das Minus muss weg. Aber habe ich jetzt ach so. Ach, okay, okay. Okay, dann sende ich noch ein. Dann Minus soll weg sein, ja? mdccfun.de. Okay, habe ich schon. So, warten Sie ganz kurz, bitte. So, ich hoffe, jetzt bekommen Sie eine Nachricht von mir. Haben Sie es? Nee, noch nicht. So, von mir ist gesendet. Gucke ich gleich nochmal. Prüfen Sie Spamverdacht. Kann sein, es ist im Spam gekommen. Prüfen Sie es ruhig, ich bin an der Leitung. Haben Sie gefunden? Ja, ist gekommen. Sehr schön. So, das ist meine E-Mail-Adresse. Ich bin Herr Tobias Voss. Und jederzeit Sie können mich erreichen auf dieses E-Mail. Na, ich schicke jetzt gleich das Bild zu. Okay, sehr gut. Ich warte. So, dann habe ich das Bild jetzt hochgeladen. Okay. So, und dann habe ich Ihnen den Download-Link zugeschickt. Okay. Ja, ich warte auf Ihre Nachricht. Ja. Ist ja interessant. Ja. Sie benutzen Windows 10 und den Chrome-Browser. Wie bitte?
Ich sage, Sie benutzen Windows 10 und den Chrome-Browser. Ja, weil das ist der schnellste Browser. Ja. Lieber nutze ich immer Google Chrome-Browser. Ja. Mhm. Und Sie sitzen in New York? Wir haben 3 verschiedene Arbeitsstellen, aber wir sind für die deutschsprachige Kundenabteilung. Noch eine liegt in Österreich und noch eine ist in der Schweiz und noch eine ist in London. Ja. Ich bin jetzt in New York. Ich habe Ausbildung in Deutschland gemacht. Ich war in Wuppertal. Kennen Sie das Wuppertal, ja? Viel schockierender finde ich jetzt hier irgendwie gerade, mal abgesehen davon, dass er jetzt genau das bestätigt, was ich ihm gerade zuerst gesagt habe. Er benutzt den Chrome-Browser, er benutzt Windows 10 und er sitzt in New York. Das habe ich ihm hier gerade gesagt und der ist nicht mal hellhörig, wie ich jetzt wohl darauf gekommen bin. Ich habe es deswegen vorher extra so betont, damit ihr das auch hört. Haben Sie auf den Link geklickt und sich das runtergeladen? Ich habe nämlich ein Bild geschickt mit einem modifizierten Pixel. Der modifizierte Pixel, also deswegen auch die Erklärung jetzt hier gleich dazu, wenn ihr einfach so Bilder runterladet, auf irgendwelche Links klickt, die können immer manipuliert sein. Jedes Bild kann einen manipulierten Pixel haben. Und das heißt, das ist tatsächlich nur einfach ein schwarzer, roter, grüner, egal, Pixel innerhalb von einem Bild. Darin können sich Informationen befinden, die den Computer auslesen und diese Daten dann halt weiterversenden. Das haben wir hier gemacht. Aber die Schwebebahnfahrt. Mhm. Ja, aber ich bin wieder zurückgekommen in New York, weil ich bin ein verlorenes Kind. Ich komme aus Norwegen, meine Mutter kommt aus Holland und so. Ich bin in Deutschland groß geworden, danach bin ich in New York umgezogen und so. Mhm. Wegen, ich habe eine deutschsprachige Arbeit gefunden, das war viel leichter für mich, weil Englisch ist, habe ich noch nicht gut verbessert, aber also muss ich meine Deutschsprache verbessern. Mhm. Deutschkenntnisse sozusagen. Aber Windows 10 ist nicht besonders sicher. Wie bitte? Aber Windows 10 ist ja nicht besonders sicher. Es gibt ja schon Windows 11. Was meinen Sie bitte? Na, Ihr Computer. Da haben Sie ja das Betriebssystem Windows 10 drauf. Ist nicht besonders sicher. Was meinen Sie mit 10? Was steht da auf meinem Computer? Na, Ihr Computer. Sie benutzen Windows 10. Sagen Sie es noch einmal bitte. Ich sagte, Sie benutzen Windows 10. Ja, Sie meinen Windows 10. Habe ich jetzt verstanden. Ja, wir nutzen Windows 10. Und das ist der neueste Computer und die sind mit neuen Windows 10 gekommen. Mhm, gut. Und, ja. Und die sind der alte Programm da. Mhm. Und die IP-Adresse ist 23.228.132.132. So, haben Sie ihm eine Nachricht gesendet, weil bei mir ist noch keine Nachricht bekommen. Mhm. Haben Sie schon es gesendet? Ich habe Ihnen das Bild gesendet, ja. Moment. Bei mir ist noch keine neue Nachricht. Ganz kurz, bitte, ich prüfe meine Seite. Haben Sie Reply gemacht? Weswegen jetzt genau? Soll ich Ihnen das nochmal schicken, das Bild? Haben Sie E-Mail geantwortet oder einfach neue E-Mail gesendet beim? Ich kann es Ihnen ja nochmal schicken. Okay. Okay, ganz kleinen Moment bitte. So, ich sende jetzt noch eine Nachricht. Und machen Sie dann das, wenn Sie es bekommen haben. So, jetzt sende ich Ihnen das nochmal zu, ja? Haben Sie schon noch eine andere E-Mail gesendet, oder? Na, ich habe Ihnen das jetzt nochmal geschickt. Ah, okay. Download JPG. Ach so. Das kann ich nicht offen. Können Sie eine Bild senden, bitte? Na, da müssen Sie direkt draufklicken. Das klappt nicht. Genau.
Oder muss ich nochmal zuschicken? Warten Sie, vielleicht habe ich auch was falsch gemacht. Oder ist nochmal eine Nachricht von Ihnen gekommen? Dann antworte ich da jetzt. Ich mache da mal vor den linken Pfeil, dann wissen Sie auch, wo Sie drücken müssen. So, jetzt füge ich das Bild ein. Und dann haben wir nichts mehr von diesem Callcenter gehört. Da ist die Leitung abgeschmiert. Ich sag nur Hupsi. Mehr verrate ich hier an dieser Stelle nicht. Ich hoffe, euch hat dieses etwas andere Video auch mal gut gefallen. Hier haben wir ja den Betrüger sehr, 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 sehr lange mit dem gleichen Scheiß hingehalten, bis ich dann meinen Scheiß fertig hatte, um meinen Scheiß an ihn zu senden. Naja, und er hat halt fröhlich immer auf die Links geklickt, die ich ihm dir zugeschickt habe. Hätte er wohl nicht machen sollen. Wer weiß, ob der seinen Job jetzt noch in diesem Callcenter hat. Tja. Das heißt nicht umsonst, Leute, klickt nicht einfach so auf irgendwelche Links. Das hat schon einen Grund, weil da Leute Dinge tun könnten, die ihr so gar nicht bedenkt oder grundsätzlich sagt man ja mal, warum sollte das mir passieren? Ich bin eine Privatperson. Ja, genau. Deswegen, weil ihr eine Privatperson seid. Bei euch ist es besonders leicht, einzudringen in solche Systeme und richtig Scheiße anzubauen. Also es reicht doch schon alleine, wenn man eure Daten hat. Alles, was auf eurem Computer ist. Eure Zugangsdaten. Es reichen eure Bankdaten. Personalausweiskopie. Mehr wollen die gar nicht. Die verdienen damit ein Schweinegeld. Und das reicht, wenn man dazu nur ganz kurz irgendwie Zugriff zu eurem Rechner erlangt hat. Das kann automatisch passieren. Also so, dass da gar kein Mensch dran rumwurschteln muss. Übrigens können auch, wenn ihr auf einen Link klickt, tatsächlich sich auch Viren und Malware in eurem Netzwerk zu Hause verbreiten. Da kann die einfache Sicherheitskamera, die bei euch an der Tür hängt, im WLAN tatsächlich zu einem Angriffsziel werden, ohne dass ihr das merkt. Die WLAN-Kamera, die bei euch vielleicht an der Eingangstür hängt, die kann tatsächlich auch für Fremdangriffe im Internet benutzt werden, denn die hat eigene Rechenleistung. Es ist ein eigener kleiner Computer, wenn das Ding WLAN hat. Das heißt, dieses Teil kann auch Webseiten aufrufen. Nicht so in dem Sinne, dass ihr das seht, aber auf so eine Kamera zuzugreifen, die hat ja auch eine Web-Oberfläche. Das heißt, da läuft ein Webserver drauf. Das heißt, das Ding kann auch Webseiten öffnen. Ja, und das kann man sich zunutze machen für irgendwelche Viren, um zum Beispiel Netzwerke lahmzulegen und zu fluten. Und sowas kann man sich ruckzuck ganz schnell nur mit einem Klick herunterladen. Und das ganze Netzwerk zu Hause ist komplett infiltriert. Da hilft tatsächlich eigentlich nur abfackeln und neu machen. Also ohne Witz jetzt, natürlich nicht mit Feuerzeug, aber ihr müsst, wenn sowas auf eurem Computer ist, ist der einzigste sichere Weg, komplett alles platt machen. Keine Datensicherung mehr verwenden, alles platt machen. Außer ihr seid euch sicher, dass die Datensicherung nichts abbekommen haben kann. Deswegen sollte man auch grundsätzlich immer noch eine zusätzliche Datensicherung auf einer abziehbaren USB-Festplatte rumliegen haben. Zumindest mit den wichtigsten Daten. Ich hoffe, euch hat das Video heute wieder gefallen. Wenn ja, ihr kennt das mit dem Daumen in nördliche Richtung, drückt da gerne mal drauf. Wer mag, abonniert gerne noch den Kanal, mit Klingelglöckchen sowieso, denn kriegt ihr auch immer eine kleine Information. Ansonsten, ja, ist nett, wenn ihr abonniert, hilft auf jeden Fall dem Kanal, nur ihr kriegt dann keine Informationen, wenn was Neues hier auf dem Kanal passiert. Ihr seht jetzt hier noch eine Playlist mit einer etwas größeren Auswahl an noch vielen weiteren Videos. Schaut auch hier gerne mal rein. Ich bedanke mich fürs Einschalten. Die Welt ist böse, passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.